Oh, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Team Himmel. Ja, genau. Im letzten Part haben wir der wundersame Fluffeluff begonnen, die Episode. Und ja, und jetzt hören wir hier ein bisschen rum und ja. Na. Und gucken mal die Vergangenheit von Knuddeluff an, als er noch ein Kind war. Schlaf, mein Kind, und träume süß. Ach, was bist du knuddelig? Schlafe, mein Kind, und träume süß. So, gut, er schläft jetzt. Hey, Papa. Ich habe mir wegen einer Sache Gedanken gemacht. Ehrlich? Worüber denn, Mama? Die Freunde von Fluffeluff haben mir heute etwas erzählt. Fluffeluff wurde von ein paar Schlitzohren ausgenutzt. Schlitzohren, wie? Genau. Die Freunde von Fluffeluff kamen, um mir davon zu berichten. Sag, Papa, meinst du, dass er dadurch schlechte Manieren annehmen und so wie die Schlitzohren werden könnte? Manchmal frage ich mich, was im Kopf dieses Kindes wohl vor sich geht. Das frage ich mich immer noch. Ich mache mir ein wenig Sorgen. Ja, das ist in der Tat besorgniserregend, aber ich denke, es ist okay. Fluffeluff ist immer so gut gelaunt und aufgekratzt. Ganz gleich, welchen Eindruck er auf andere macht. Im Grunde seines Herzens ist er rein und gut. Und ganz nebenbei, hatten wir diese Diskussion nicht schon einmal? Damals, als ich zusammen mit Fluffeluff auf den Berg gestiegen bin, auf dem Rückweg. Bedarf. Als Fluffeluff und ich vom Berg zurückkehrten, da wurden wir plötzlich von einem Unwetter überrascht. Gott, ich habe Angst. Alles in Ordnung, Fluffeluff? Ja. Ist das der Sturm, wo ich den Boden zum Schwanken? Wir müssen schnell von diesem Berg hinunter. Es ist zu gefährlich hier zu bleiben. Beeilung! Aha. Ja. Fluffeluff! Und genau in diesem Augenblick, da löste sich dieser riesige Felsbrocken direkt über mir. Papa! Gar nicht gut. Der wird mich zermalmen. Und gerade als ich dachte, Lubi! Ja, genau. What the fuck? Das hat Blub da alles drauf. Da wurde der Felsbrocken irgendwie in Stücke zerschmettert. Und ich wurde nicht vom Felsbrocken zermalmt, sondern auf wundersame Weise gerettet. Ich bin mir noch nicht sicher, was dort passiert ist, ne? Aber ich bin mir sicher, dass Fluffeluff mich gerettet hat. Das weiß ich ganz genau. Der Bengel hat sich so, hat eine sonderbare Gabe oder sowas ähnliches. Es ist nicht einfach nur eine Fähigkeit. Sobald jemand gefährdet ist, kommt die Gabe zum Vorschein. Ich habe da so eine Ahnung. Oh Mann. Dass diese Gabe eine unermessliche Güte gegenüber allen anderen Wesen entspricht. Ich verstehe deine Sorgen gut, Mama. Aber ich denke, wir sollten uns unserem Kind mehr vertrauen, nicht wahr? Ja, du hast recht. Es tut mir leid, Papa. Es wird ihm schon gut gehen. Immerhin ist er unser Sohn. Ja, es ist gut, besorgt zu sein, Mama. Aber sei nicht betrübt. Dass du dir Sorgen machst, Mama. Das zeigt doch nur, wie gern du den kleinen Fluffeluff hast, nicht wahr? Ja, das stimmt. Dankeschön, du hast mich beruhigt, Papa. Sorry, falls ihr irgendwelche krassen Sounds hört. Ich spiele die ganze Zeit mit meiner Kette rum. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Papa, Mama. Guten Morgen. Guten Morgen, Fluffeluff. Was geht ab? Sei vorsichtig, okay?
Komm nach Hause, bevor es dunkel wird. Ja, schon klar, Mama. Gibt's irgendwas zu klauen? Nein, okay. Okay, ich geh ja mal. Bis später. Pass auf dich auf. Ihr wollt Erkunder spielen? Ja, genau. Lasst uns gemeinsam Erkunder spielen. Wir wollen in der Zukunft. Wir wollen in der Zukunft ein Erkundungsteam gründen. Aber sollten wir trainieren und unerforschte Gebiete erkunden? Was meint ihr? Tolle Idee, nicht wahr? Aha. Ein unerforschtes Gebiet. Wohin soll es denn gehen? Das ist eine gute Frage. Du würdest wirklich einen guten Erkunderlehrling abgeben, Knuspi. Wir haben uns bereits für einen Ort entschieden, den Trübwald. Was? Oh, die Musik! Trübwald? Hab ich richtig gehört? Ohne mich, das will ich nicht. Es ist streng verboten, diesen Wald zu betreten, das hat mir meine Mami gesagt. Es geht sogar das Gerücht um, dass ein großes, furchterfülltes Monster in dem Wald haust. Warum wollt ihr denn hingehen? Denkst du nicht auch, dass Erkundungsteams gerade einen solchen Ort besuchen werden? Aber dann sag bloß, bedeutet das etwa, dass ihr Angst habt, um dorthin mitzukommen? Nein, ich hab keine Angst. Es ist nur, dass man sich nicht an Orte begeben sollte, die einem verboten worden sind. Und das mag ich nicht. Ihr könnt alleine gehen. Ich auch nicht, halt mich lieber da raus. Dasselbe gilt für mich. Wie bitte? Was sind das für eine Haufen Feiglinge? Haben vor Angst die Hosen voll und kommen dann mit diesen peinlichen Entschuldigungen. Das ist doch lächerlich. Sie werden wohl kaum ein echtes Erkundungsteam werden, wenn die mal groß sind. Mit dieser Einstellung wird das nichts. Hey, was ist eigentlich ein Erkundungsteam? Wie bitte? Du weißt nicht einmal, was ein Erkundungsteam ist, du Kack... Nein. Aber du bist immer noch hier. Heißt das etwa, dass du mutig genug bist? Ja, genau. Okay. Na dann lass uns gehen. Oh ja, super, meine Freunde. Also gut. Alle zusammen Aufstellung einnehmen. Sehr gut. Ab jetzt sind wir ein Erkundungsteam auf dem Weg zum Trübwald. Nehmt allen Mut zusammen und schon kann es losgehen. Jawohl. Juhu. Ja, ja. Ja. Oh Mann. Voll die kleine Map. Na dann, gucken wir uns mal um. Belebersamen, awesome. Entschuldige, ich muss kurz was machen. Ja, ja. Okay. Nein. Wir wollen Pfund fixieren, definitiv. Hut, cool. Egal, fuck this shit. Die Knuddel auf einfach schon stärker ist als Biliza. Biliza, please. Get strong. Geiler Fund ins Face. Alter, fucking Psyongora. Aber Psyongora hat ganz schön viel AP, das ist gut. Ich mag das Pokémon eigentlich. Psyongora ist ziemlich geil. Banette auch. Na gut, Dingens. Fluffluff mag ich jetzt nicht so sehr. Pummeluff und Knuddeluff allerdings schon ein bisschen. Ja, aber ist das okay? Vor allem Pummeluff mag ich. Wegen Anima. Pokémon in einer meiner Nuzlocke-Challenges. Ich mochte Anima. Anima war cool. Ja, sie ist leider gestorben. Und wie nochmal? Fucking Burmy. Fange Angeberei, könnte uns ganz schön ficken. Alter, Nadelrakete voll stark. Kann ich dir irgendwie Befehle erteilen, was sie einsetzen sollen? Nein, kann ich nicht. Toll, ey. Sei froh, dass wir dich zum Anführer gemacht haben. Und das meine ich so. Toll.
Ich bin besser als du. Niemand kann mich aufhalten. Das ist verarschlicher. Das war ein geiler Warp-Orb. Der bringt uns ja fast schon etwas. Aber die Nadelrakete ist schon ziemlich smexy, ne? Muss man schon sagen. Frustration, Alter. Mal sehen, wie groß dieser Wald ist. Ich glaube nicht, dass er so groß ist. Sweetest Feberack. Krasse Angeberei, wenn das für uns ist, sind wir ganz schön gebankt, aber alles cool. Ja, wir kommen ja locker easy hier durch. Wir werden auch alleine klarkommen. Und ich brauche jetzt nicht unbedingt Charme oder sowas zu benutzen, weil wir haben ja eh nichts drauf. Und bei Bosskampf wäre das aber super, sowas wie Charme zu haben und so. Ah, okay, kommt auf das Pokémon an, ja, ist klar. Ich denke, dass das schon trotzdem jetzt schon geil wäre. Waren wir nicht sogar mal im Trübwald? Warte mal kurz, annullier auf. Zerstört Fallen, ja, es gibt, glaube ich, dann schon zum Sicht nicht übertrieben vielen Fallen. Ich glaube, da ist es ganz schön praktisch, so einen Ort zu haben. Aber ich glaube, da geht halt nur auf eine Ebene, ne? Und dann wieder nicht. Das ist ganz schön lame. Könnte man irgendwie daran erkennen, dass irgendwo Fallen sind? Das wäre super. Aber es geht ja scheinbar nicht. Fucking Hornius, get out, boy. Frustration, fuck. Das Benet rastet völlig aus. Wir sind ziemlich weit gekommen. Das ist wirklich ein ganz schön dunkler Ort. Nanu, was ist passiert, Psionkora? Das hier ist der Ort, den man wirklich nicht betreten sollte. Die Tiefen dieses Waldes. Und das Gerücht, dass hier ein schreckliches Monster haust. Was soll das? Jetzt, wo wir hier sind, bekommst du plötzlich Angst? Dafür habe ich kein Verständnis, aber... jetzt, wo du es sagst, da fang ich auch plötzlich an, Angst zu haben. Jo, sieht gespenstisches Fuck aus. Ha, verstanden, weil... war nett, okay. Wie gruselig. Da ist irgendwas. Sag sowas nicht, du. Du Feigling, du Arschloch, du. Was ist das? Jetzt, wo du sagst, Manette, du hast auch richtig Angst, oder? Angst? Ich? Was für ein Unsinn. Hör auf, hier den Tapferen zu spielen. Obwohl du etwas anderes sagst, sehe ich das in deinen Augen. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Ich werde euch beweisen, dass ich keine Angst habe. Hey, du schreckliches Monster. Hörst du mich? Was? Ich bin der große Banett. Ich bin voll krass. Wir sind gekommen, um dich zu schlagen. Also Schluss mit dem Versteckspiel. Komm jetzt da raus. Es kommt nicht raus. Was soll das denn? Hier ist nichts. Ich wusste es. Ich wusste es von Anfang an. Ich wusste, dass es sich um nichts um nichts um ein, um es, dass es sich um nichts als ein weiter als ein ekelhaftes Gerücht handelt. Ach, keine Ahnung. Hier gibt es kein Monster. Hier wird niemals eins. Hier war niemals eins. Ist das so? Haha, lol. Darauf finden sie sich. Na gut, anscheinend ist diese Erkundung damit vorüber. Alle miteinander, lass uns nach Hause gehen. Jawohl! Aber fein. Habt ihr das auch gehört? Ich habe eine Art Knurren gehört. Hey, ihr dort. Sagt ihr nicht, ihr seid ein Erkundungsteam? Verschwindet. Hier reinzukommen. Wer da wird, glaubt ihr eigentlich zu sein?
Das Monster! Was soll das? Ein Haufen Gören. Warte nicht gerade noch mehr? Ach du, Junior! Lauf besser schnell davon! Wenn du hier bleibst, wird etwas Schlimmes passieren. Entschuldigung, Onkel. Was machst du hier, Onkel? Hast du etwa keine Angst? Hast du keine Angst vor mir? Nein, keine Angst. Aber was machst du denn hier, Onkel? Was? Was für ein eigenartiger kleiner Geselle. Nun sag schon, sag. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nach Hause gehen. Wenn du mir nicht antwortest, gehe ich auch. Antworte. Auf keinen Fall, verpiss dich. Eine kurze Antwort reicht schon, reicht reinlich. Du lässt nicht locker. Nun gut, anscheinend habe ich keine Wahl. Ich werde es dir erzählen. Komm mit. Oh ja! Mann, ey. Oh, ein Höhleneingang inmitten des Waldes. Rein da. Wupp. Wow, unglaublich. Geheimversteck. Eigentlich nicht. Kein Geheimversteck, einfach mein bescheidenes Zuhause. Mein Name ist Armaldo. Ich war einmal ein Erkunder. Doch das ist Vergangenheit, wegen dieser einen Sache. Ich habe mit dem Erkunden vorübergehend aufgehört und in der Zwischenzeit wohne ich hier. Sag, was ist Erkunden? Wie bitte? Du weißt nichts über das Erkunden? Erkunden macht Spaß. Es ist unglaublich aufregend. Macht Spaß? Unglaublich aufregend? Genau. Ferne Länder ohne schöne Gebiete. Man bereist viele beeindruckende Orte und enträtselt die Mysterien, die man dort entdeckt. Wirklich? Und von jeder Erkundung bringt man Schätze und Erfahrungen mit zurück. Oh, hört sich super an. Man muss dranbleiben und immer sein Bestes geben. Schwierigkeiten lösen. Bis man eines Tages seine Träume erfüllt. Entschuldige, Leute. Ich bin ein Miederboy. Ich gebe dir ein Beispiel. Diese geheime Karte hier. Armaldo gibt Fluffeluff die geheime Karte. Falls sie auseinander und sie dir selbst mal an. Sie sieht wie eine Karte aus, auf der die Position eines großen Schatzes verzeichnet ist. Aber sieh mal genau hin. Diese Zeichen geben irgendwie keinen Sinn, nicht wahr? Solange ich diesen Geheimcode nicht knacken kann, werde ich niemals den genauen Ort des Schatzes erfahren. Aber du bist nur ein Kind, das wirst du kaum verstehen. Ich habe lange Zeit daran gearbeitet und aber es bis heute nicht geschafft, um den Code zu knacken. Wie dem auch sei, ich gebe nicht auf, das kann ich nicht. Wenn ich die Herausforderung bestehe, würde es eine Zukunft für mich geben. Aber das ist es, was das Sekunden ausmacht. Ich spare davor, eine heiße Spur zu entdecken und zu verfolgen. Genau das macht das Sekunden so verlockend. Hey! angeguckt. Hey, Junior! Was machst du denn? Hör auf damit! Heiß! Wasser! Kannst du nicht... Oh genau, Aquaknarre! Meine wertvolle geheime Karte. Völlig verkohlt. Sieh mal! Was? Unter den angekohlten Teilen, da ist doch etwas! Wenn du die schwarzen Teile wegwischst, ist da nicht etwas Besonderes? Fluffeluff wischt die schwarzen Teile auf der Karte zur Seite. Was? Genau hier! Steht da nicht etwas geschrieben? Genau, geschrieben! Östliche Höhle. Östliche Höhle? Wirklich?
Kann es sein, dass dort ein Schatz versteckt ist? Ja, genau. Ich wusste es. Das ist es. Aber wie kamst du... Wie kamst du hinter das Geheimnis der Karte? Als ich mir die Karte ansah, bemerkte ich, dass sie ziemlich dick war. Also dachte ich mir, dass ich die Karte wohl in zwei Lagen... Diese Karte wohl zwei Lagen haben muss. Aber ich sah keine Möglichkeiten, die obere Lage zu entfernen. Also dachte ich an Kokeln. Dieses Blach. Ich habe mir schon lange darüber den Kopf zerbrochen und diese kleine Racke löst das Rätsel einfach so. Also dieses Kind, einfach so. Und wenn du jetzt zur östlichen Ruine aufbrichst, wirst du dort den Schatz finden. Bitte nimmst du mich mit? Ich möchte mitkommen, mitkommen. Aber ich... Ich bin ein Kunde im Ruhestand. Ich kann doch nicht so einfach... Wieso? Magst du es etwa doch nicht auf Erkundung zu gehen? Weil, vorhin klang es so, als ob du wirklich gerne davon sprachst. Und du kannst so viel Zeit mit dem Rätsel der Karte... Du hast so viel Zeit mit dem Rätsel der Karte verbracht. Was für eine Verschwendung, wenn du jetzt nicht gehst. Das ist... Es wäre wirklich schade, nicht zu gehen, jetzt wo das Geheimnis der Karte gelöst wurde. Aber ich zögere, diesen Ort zu verlassen. Obwohl eine kleine Erkundung der östlichen Höhle sollte nicht zu viel Aufmerksamkeit auf mich lenken. Na gut. Hey, Junior! Du hast recht mit dem, was du sagst. Lass uns auf Erkundung gehen. Wirklich? Ja, wirklich. Aber es ist wirklich, es ist ein wenig zu spät, um heute noch aufzubrechen. Deine Eltern machen sich womöglich noch Sorgen. Für heute sollst du nach Hause gehen. Morgen machen wir uns auf den Weg. Oh ja, prima, ich danke dir. Sehr schön, lass uns morgen unser Bestes geben. Juhu! Wow. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, Papa, Mama. Guten Morgen. Guten Morgen, Fluffeluff. Ciao. Wohin gehst du? Zur Zuflucht von Amaldo. Okay, ich geh dann mal. Bis später. Pass auf dich auf. Und die hängen den ganzen Tag in ihrer Haut rum und machen nichts. Sehr spannend. Oh, Fluffeluff. Ich hab gehört, dass du mit der Schütze auf der Kundung warst. Wie war es? Ja, es war schön. Alle sind mittendrin nach Hause gegangen. Ja, gut so. Wir haben uns Sorgen um dich gemacht. Hey, Fluffeluff, lass uns heute zusammen spielen. Tut mir leid, ich hab heute bereits etwas vor. Du hast etwas vor? Wohin willst du denn? In den Trübwald. Was? Und den Trübwald. Genau. Bis später. Hey, Fluffeluff. Ist noch alles gut gelaufen? Ja. Ich kann kaum glauben, dass du entkommen bist. Ich dachte schon, du würdest von dem Monster verspeist. Welches Monster? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich habe einen neuen Freund gefunden. Ein Freund? Ja, einen Freund. Ich bin gerade auf dem Weg wieder zu ihm und zu spielen. Bis dann. Oh Mann. Zufluss von Amaldo. Guten Morgen. Hey, da bist du ja, Junior. Schön, lass uns gehen. Dann mach schon. Kein Grund, ungeduldig zu sein. Bei einer Kunde musst du sicher gehen, dass du gut vorbereitet bist. Vorbereiten? Ja. Sieh mal hier. Was? Was ist das? Wie ist etwa ein Kangama-Speicher? Hier kannst du dein Abenteuer sichern und Items sortieren. So einen sollst du auf deiner Erkundung nie auslassen. Wirklich? Oh, hey! Hör auf, du darauf rumzuhauen! Na, wie auch immer. Du kannst jedes im Kangama-Speicher gelagerte Item verwenden, das du angebracht hältst. Lass uns also mit Hilfe des Kangama-Speichers die Vorbereitung für unser Abenteuer abschließen. Ja, verstanden! Kratze Aquaknarre mit Halbklau und Terzner. Awesome. Steinkäfer. Blockiert Volltreffer, sehr gut.
Mitglied seit Zutritt von Amaldo. Also keine Ahnung, er kommt im Ruhestand, dachte ich, er sei etwas stärker. Aber okay. Nehmen wir uns mal was mit. Nehmen wir den Defense-Schal. Also kann ich mal so machen kurz. Die Eisendörne. Ein paar Äpfel. Ein paar Wiederbeeren. Und vielleicht zwei Belebersamen. Ein Heilsamen. Und zwei Taubsamen, noch ein paar Top-Elixierer. Ja, das sollte genügen. Fertig. Oh, wir können hier noch reingehen, cool. Gibt es hier irgendwas zu klauen? Nee, das ist hier kein normales RPG. Okay, gehen wir. Du hast den Gagama-Speicher, wenn du bitte. Nun gut, sichere deinen Fortschritt. Lass uns auf Erkundung, wenn du soweit bereit bist. Aktuell speichern, ist das nötig? Junior, bist du soweit? Ja. Ja. Sehr gut. Sehr gut, lass uns aufbrechen. Wir sind auf der Suche nach dem Schatz bei der östlichen Höhle. Verstanden, Junior? Du bist doch ein Anfänger, wenn es um Erkunden geht. Sei nicht so frech und halte mich nicht auf. Ja. Östliche Höhle. Dieses Lied. Kommt das nicht auch aus Mystery Dungeon 1? Das kommt mir super bekannt vor. Na, wer weiß, vielleicht irre ich mich auch einfach. Ach, kann ich dir befehlen, was abgeht, mein Boy? Ja, kann ich. Ah, lass den Herzen mal aus. Vielleicht ist das nur ein Remix auch. Schlaf, oder so ein Arschloch, ne? Das Fluffluff schläft. Und wird umklammert. Und wacht wieder auf. Und haut dem Tangela-Fall auf die Fraser. Ja, dieses Lied kommt mir so unglaublich bekannt vor. Haben wir es vielleicht in einem anderen Dungeon vor oder so? Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall ziemlich funky. Fein, Dick da aus dem Weg, Arschloch. Hast du denn ein Item oder so? Item keins noch, okay. Oh Gott, Kratzbuch ist so stark! Oh! Hey, Amado hat uns voll gerettet! Hier, Junge, mach du. You can do it. Sehr gut. Ach ja, wir haben jetzt keine Synthese. Na ja, die nehmen wir und weiter geht's. Norm. Gewürz auf den Kram, der hier rumliegt. Einen geilen Flieh-Orb, den wir nicht nie benutzen werden. Ein paar Stücke, die wir werfen können. Alles klar. Bam, bam. Oh, das sieht aus wie ein Belebersamen. Fuck. Das sieht aus wie jeder andere Samen. Belebersamen, unbedingt. Ich habe mich schon gefreut. Oh, ich liebe dieses Lied. Also, Amado ist super stark. Zwar nicht für unsere Verhältnisse, also für Chloamber-Verhältnisse, aber für die Fluffelo-Verhältnisse. Ja, so sollte es auch sein, irgendwie, ne? Ah, Fluffelo ist auch ziemlich stark, das ist besser als Bidita. Alter, hast du Schaden gemacht. Hier, mach du das.
You can do it! Bam! Ein Kader ist voll gefährlich, Mann. In diesem Spiel jedenfalls, sonst nie. Fick dich, Felser! Arschloch! Ohne Scheiß, Fluffluff ist eigentlich ziemlich stark. Naja Leute, aber wie krass dieser Fluffluff ist und wie wundervoll diese Musik weiterhin sein wird, das sehen wir im nächsten Part von Pokémon Mystery Dungeon Team. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch noch einen wundervollen guten Tag. Wir sehen uns, bis dann, ciao. Naja, eigentlich sehen wir uns nicht. Egal, ciao.